Mein Aufgetischt am Tag danach. Los geht's und viel Spaß. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels. Ja, wenn ihr dieses Video seht, werden sowohl die Preisverleihung zum Spiel des Jahres als auch die diesjährige BerlinCon bereits stattgefunden haben. Ich bin hier allerdings zum aktuellen Zeitpunkt noch gefangen in der Vergangenheit und weiß demgemäß noch nicht, welche Spiele letzten Endes gewonnen haben werden und wie die diesjährige BerlinCon denn gewesen sein wird. Ich gehe aber mal davon aus, dass das wieder eine richtig coole Veranstaltung werden wird. Dieses Jahr ja in neuer Location, dem Estrel Hotel. Ich muss ja sagen, ich fand den Charme der letztjährigen Location, der Station in Berlin, schon ziemlich cool. Das war so ein bisschen industrial-mäßig. Und bin mal gespannt, wie es dann dieses Jahr gewesen sein wird. Ich werde natürlich auch zusammen mit dem Flo wahrscheinlich euch davon berichten. Ja, das Estrel ist ja so ein großes Tagungshotel in Berlin und ich gehe mal davon aus, dass sich das Ganze vielleicht vom Flair her dann so ein bisschen in Richtung GenCon entwickeln könnte. Das findet ja, glaube ich, auch immer in so großen Tagungshotels statt. Ja, aber mal gucken, bin da wirklich gespannt, wie es gewesen sein wird. Auch unser Brettspielwochenende ist nun schon wieder einige Tage her und ich hatte da immerhin die Gelegenheit, doch einige Spiele von Nominierungs- und Empfehlungsliste entweder zum ersten Mal zu spielen oder nach längerer Zeit erneut nochmal zu spielen und auch einige andere Spiele und würde euch jetzt gerne von diesen Erfahrungen dann nochmal berichten. Los geht's! Beginnen wir mit Auf den Wegen von Darwin. Ja, das Spiel hatte ich schon mal in einem älteren Aufgetischt mit drin und habe es jetzt nach längerer Zeit ein zweites Mal gespielt. Das Ganze ist für 2 bis 5 Mitspieler von den Namen nach französischen Autoren, nämlich Grégory Grah. Der hat zum Beispiel Cross Clues oder auch Camelot gemacht. Ein sehr empfehlenswertes kleines Kartenspiel meiner Meinung nach übrigens. Und Mathieu Verdier, der hat Federation gemacht. Ja, es handelt sich bei Auf den Wegen von Darwin um ein Plättchen-Legespiel mit meiner Meinung nach lediglich 1, 2 eher unaufgeregten Besonderheiten. Was machen wir da so grob? Also wir haben in der Spielfeldmitte eine Auslage von 3x3 Tierplättchen und wir fahren alle zusammen mit der Beagle, also dem Schiff von Darwin, so außen drum herum. Und ja, die eine Besonderheit in Anführungsstrichen ist halt der Auswahlmechanismus, je nachdem nämlich, wo sich die Beagle da gerade befindet. Aus der Reihe oder Spalte dürfen wir uns dann ein Plättchen aussuchen und je nachdem, wie weit dann dieses Plättchen, was wir nehmen, von der Beagle entfernt ist, umso viele Felder bewegt sich die Beagle dann voran. Ja, und das ist auch so der einzige Punkt, an dem man sich so ein bisschen in die Quere kommt mit den anderen Mitspielenden. Ansonsten ist das Ganze halt relativ Multiplayer-solitärig. Ja, wir haben verschiedene Arten, auf die wir Punkte generieren können. Zum einen sind auf diesen Tierplättchen, die wir da uns nehmen, direkt Siegpunkte aufgedruckt. Allerdings zählen die nur, wenn die zum Spielende auch noch sichtbar sind, denn wir können diese Tierplättchen auch wieder überdecken. Wenn wir das tun, decken wir halt zum einen Siegpunkte ab. Allerdings bekommen wir dann auch ein Theorieplättchen, was wir uns aus einer 4er-Auslage aussuchen dürfen. Da sind dann auch nochmal Bedingungen für zusätzliche Siegpunkte am Spielende aufgedruckt. Zum anderen können wir dann noch Kompasse und Landkarten sammeln und davon am besten möglichst viel jeweils, weil die Anzahl dann am Ende multipliziert wird und dann auch nochmal Siegpunkte gibt. Aus meiner Sicht hat dieses Spiel ja an sich jetzt erstmal relativ wenige Besonderheiten. Ja, vielleicht dieser Auswahlmechanismus oder dass man ein Plättchen überpuzzeln kann. Und man kann halt gucken, wie möchte man seine Siegpunkte generieren. Das können teilweise mal interessante Entscheidungen sein. Ich hatte jetzt allerdings nicht direkt den Wunsch, mir das selber ins Regal zu stellen. Ich würde es jederzeit aber wieder mitspielen. Und allerdings aufgrund der wenigen Besonderheiten, die dieses Spiel hat, würde es mich dann doch wundern, wenn das den Titel Spiel des Jahres gewonnen haben wird. Ne? Ihr wisst es jetzt ja schon, also sind wir mal gespannt. Dann kommen wir zu Captain Flip. Auch das ist ein Plättchenlegespiel. Auch das ist nominiert zum Spiel des Jahres für 2 bis 5 Mitspieler ab 8 Jahren und ist in nur 20 Minuten gespielt. Ja, das Ganze ist von 2 italienischen Autoren, nämlich Remo Consadori, der hat Spiele gemacht wie Amul oder Manitoba, und Paolo Mori, der hat zum Beispiel Dinge gemacht wie Ethnos oder Libertalia, die ich beide auch ziemlich gut finde.
Und Libertalia hatte ja auch schon ein Piratenthema. Es könnte also sein, dass der Paolo hier ein bisschen auf das Thema Einfluss genommen hat. Ja, wie gesagt, ein Plättchen-Legespiel. Was machen wir hier? Wir haben jeder ein Spielertableau mit 5 Spalten. Da sind Plätze für Plättchen in unterschiedlicher Anzahl aufgedruckt und wir wollen uns eine bunte Crew zusammen draften. Dazu ziehen wir Plättchen aus einem Sack. Wir müssen dabei allerdings darauf achten, dass wir hier nicht aus Versehen oder bewusst schummeln. Wir müssen die Plättchen nämlich so rausziehen, dass man immer nur eine Seite davon sieht. Denn, und hier kommt dann auch der namensgebende Aspekt ins Spiel, wir können dann jeweils entscheiden, ob wir dieses Plättchen, das wir da gezogen haben, mit der Seite einpuzzeln wollen oder ob wir das Risiko in Anführungsstrichen eingehen möchten, wenn uns das Plättchen so nicht gefällt, dass wir es auf die andere Seite rumdrehen. Allerdings müssen wir dann mit der anderen Seite auch leben. Also wir können es dann nicht wieder zurückflippen. Ja? Und man weiß halt nie, was auf der anderen Seite drauf ist. Ja? Also es ist so ein, vielleicht so ein minimaler Push-Your-Luck-Aspekt, der hier noch mit reinspielt, könnte man sagen. Und ja, auf den Plättchen sind eben verschiedene Crewmitglieder drauf. Die geben unter verschiedenen Bedingungen dann nochmal Siegpunkte oder triggern auch unterschiedliche Effekte. Zum Beispiel gibt es da Matrosen, da muss dann in jeder Spalte nur genau einer liegen, dann geben die Punkte. Oder es gibt Affen, die erlauben dann umliegende Plättchen auch nochmal zu flippen. Ja, und so muss man halt gucken, dass man sein Spielertableau möglichst vorteilhaft für sich bepuzzelt. Und der Mitspielende, der zuerst 4 der 5 Spalten vollgepuzzelt hat, der leitet dann das Spielende ein. Die Runde wird dann noch zu Ende gespielt und dann endet das. Auf den Wegen von Darwin hat mir da vom Thema her noch ein bisschen besser gefallen. Hier ja, finde ich die Gestaltung ein bisschen unvorteilhaft, insofern als dass es doch sehr die Anmutung eines reinen Kinderspiels hat. Ja. Also wenn das jetzt nicht unbedingt zum Spiel des Jahres nominiert worden wäre, wäre ich wahrscheinlich im Spieleladen, wenn das im Regal gestanden hat, immer einfach direkt dran vorbeigelaufen, weil es mich halt optisch so erstmal gar nicht angesprochen hätte. Grundsätzlich war das jetzt auch kein Spiel, bei dem ich jetzt auch direkt den Impuls verspürt hätte, mir das selber zu kaufen. Ich würde es, ja, wenn jemand das gerne möchte, auch nochmal mitspielen. Es ist gefällig auf seine Art, aber ja, wie gesagt, jetzt nichts, was ich unbedingt selber bräuchte oder auch selber auswählen würde als Spiel. Kommen wir dann zu Die Gilde der fahrenden Händler. Ja, dieses Spiel ist ja bis zu seiner Nominierung zum Kennerspiel des Jahres meinem Empfinden nach so ziemlich unter dem Radar geflogen. Und es war jetzt auch gar nicht so einfach, da noch ein Exemplar zu bekommen. Wir haben mit Glück da noch eins kaufen können, rechtzeitig zum Spielewochenende. Und ich habe es dort auch zum ersten Mal spielen können, ist also ein Ersteindruck an der Stelle. Das Ganze ist geeignet für 1 bis 4 Mitspieler ab 14 Jahren und ist von den Autoren Matthew Dunstan und Brett G. Gilbert. Die beiden haben schon in der Vergangenheit einige Projekte zusammen gemacht. Zum Beispiel Chocolate Factory, das kennt man vielleicht. Und der Matthew Dunstan, der hat auch einige dieser Echo-Spiele gemacht, kennt man vielleicht. Ja, worum geht es? Also im Kern ist das Ganze eigentlich ein Flip-and-Write-Spiel ohne Stifte, ja, ohne dass man was schreibt. Insofern, am Anfang jeder Runde wird für alle eine Karte aufgedeckt. Da ist dann angegeben, auf welche Art und Weise man sich auf seinem Spielertableau, das beinhaltet dann eine Landkarte mit so vielen kleinen Sechseckfeldern, ausbreiten darf. Da gibt es verschiedene Landtypen. Und ja, man darf sich dann je nach Runde auf verschiedene Landtypen nur ausbreiten. Und unser Interesse ist es dann, zum einen Dörfer zu errichten, um in der nächsten Ära nicht wieder ganz von Anfang an starten zu müssen. Also bei dieser Arvenia-Karte, die wir gespielt haben, startet man halt in der Mitte in einer großen Stadt. Und wenn man Dörfer errichtet, dann kann man in der nächsten Ära von diesen Dörfern jeweils aus starten. Und das möchte man auch machen, um sich dann auch an die Ränder der Karte ausbreiten zu können. Denn da gibt es zum Beispiel auch Türme zu entdecken, die bringen dann nochmal Siegpunkte. Oder man kann ja Ruinen und Schiffswracks entdecken. Und gleichzeitig möchte man Städte mit Handelsrouten verbinden, weil das dann ja Einkommen in Form von Geld generiert. Und ja, das Thema Geld ist so auch eines der Nachteile dieses Spiels, denn das erfordert so ein gewisses Handling. Ne? Also man generiert je Runde ja mehr oder weniger Geld und man ist dann halt ziemlich häufig dabei, da Geld einzutauschen, umzutauschen von größeren Münzen in kleinere Münzen. Und weil alle Mitspielenden hier gleichzeitig spielen, was ja zum einen ein Vorteil ist, kann das aber insofern auch ein Nachteil sein. Also wenn man da wirklich jeden Einzelnen durchgehen würde und gucken würde, na, was nimmt er sich jetzt für Geld, stimmt das denn auch, dann würde das wahrscheinlich viel zu lange dauern. Also da ist man wirklich darauf angewiesen,
dass da jeder bewusst und unbewusst sich auch immer wirklich nur das Geld nimmt, so wie es dann auch korrekt ist. Ja, dadurch, dass halt jeder auf seinem eigenen Spielertableau unterwegs ist, ist das Ganze halt ziemlich Multiplayer-solitärig auch. Man kommt sich wenig in die Quere natürlich und man kann dann ungestört so vor sich hin optimieren, seine Handelsrouten ausbauen. Das kann Spaß machen, das hat mir auch Spaß gemacht. Also ich mag ja generell Spiele mit Landkarten, habe ich ja schon mal gesagt, weil so Landkarten, auf denen man sich dann ausbreiten kann oder da Dinge tun kann, das impliziert natürlich immer auch so einen gewissen Optionsraum, den man dann hat in seinem Zug. Und das ist hier in diesem Spiel also auch nicht anders. Also es macht durchaus Spaß, sich dann da auf der Karte auszubreiten, da Spezialfelder zu entdecken und auf die Weise dann auch Punkte bzw. Geld zu sammeln. Ein gutes Spiel, würde ich sagen, aber auch hier, das ist jetzt auch kein Spiel, was ich mir jetzt direkt ins Regal stellen müsste. Also ich würde es jederzeit wieder mitspielen. Aber ob es ausreicht für dieses Spiel, für den Titel Kennerspiel des Jahres, da würde ich auch mal ein kleines Fragezeichen dran machen. Auf unserem Brettspielwochenende habe ich mal wieder an der Partie Schätze it if you can mitgespielt, was es ja auch auf die Empfehlungsliste Spiel des Jahres geschafft hat. Schätze it if you can ist ein Spiel von Ralf Zurlinde für 2 bis 5 Mitspieler ab 14 Jahren und ist vom Prinzip her so ein bisschen ähnlich wie Anno Domini, diese Reihe, wer das kennt. Es geht also darum, Begriffe in einem bestimmten Kontext innerhalb von 8 Runden gegeneinander abzuschätzen und in die richtige Reihenfolge zu bringen. Ja, also es könnte zum Beispiel sein, dass es um die flächenmäßig größten Wüsten geht. Dann werden zu Anfang 2 Wüsten aufgedeckt, zum Beispiel Sahara und Wüste Gobi, und derjenige, der dran ist, muss die dann in die richtige Reihenfolge bringen. Und wenn dann der nächste dran ist, dann wird ein weiterer Begriff aufgedeckt, also in dem Fall eine weitere Wüste, und man müsste die dann wieder richtig einsortieren. Und genau wie bei Anno Domini auch, kann man eine zuvor gesetzte Reihenfolge dann auch anzweifeln. Und wenn man das richtig anzweifelt, bekommt man dann Sonderpunkte. Wenn man es falsch anzweifelt, gibt es dann Strafpunkte. Mir persönlich hat bislang jede Partie Schätze it if you can durchaus Spaß gemacht. Ich mag aber auch Anno Domini. Also wer diese Spiele von der Art her nicht mag, der ist hier wahrscheinlich auch nicht richtig aufgehoben. Ne? Also dem Benny hat das, glaube ich, weniger Spaß gemacht. Dennis weiß ich jetzt gar nicht so genau. Allerdings, ich finde, das ist ein gutes Spiel, entweder als Absacker oder mal für zwischendurch. Und ja, es hat ja auch einen gewissen Lerneffekt. Ne? Also wenn man da die Dinge gegeneinander abschätzt, dann gelangt man vielleicht auch zu neuen Erkenntnissen, lernt Dinge, die man so vorher gar nicht wusste. Und ja, also wie gesagt, mir macht das Spaß und ich finde es auf der Empfehlungsliste auch gar nicht schlecht aufgehoben. Und in dem Fall habe ich es mir sogar selber auch gekauft. Ebenfalls auf unserem Spielewochenende hatte ich dann endlich mal Gelegenheit, auch die 3. Nominierung zum Spiel des Jahres zu spielen. Und zwar Sky Team, ein reines Zwei-Personen-Spiel von Luc Raymond. Ja, dieser Autor hat bislang keine so besonders bekannten Spiele gemacht. Zu nennen wären vielleicht Splito und Lavaland. Die hatten mir jetzt so weniger was gesagt. Splito habe ich mal im Spieleladen gesehen. Und daher scheint dem Luc Raymond hier ein ziemlich großer Wurf gelungen zu sein. Sky Team dürfte euch ja mittlerweile allen hinlänglich bekannt sein. Das Ganze ist ein Würfeleinsatzspiel. Wir sind in den Rollen Pilot und Copilot in einem Flugzeug unterwegs und wollen innerhalb von 7 Runden, in denen wir jeweils 4 Würfel würfeln, dieses Flugzeug am Ende sicher landen. Dafür müssen wir dann pro Runde unsere Würfel möglichst taktisch klug in die verschiedenen Instrumente in diesem Flugzeug einsetzen. Ja, ich habe das, wie gesagt, zum ersten Mal gespielt. Ich spiele sonst in der Regel weniger Zwei-Personen-Spiele, aber ich muss sagen, das hat mir auf jeden Fall doch Spaß gemacht. Also das Besondere an dem Spiel, finde ich jetzt zumindest, ist, dass man sich wirklich so ein bisschen reinversetzt fühlt, ja, in dieses Flugzeug. Ja, also obwohl man hat ja nur dieses Spielbrett und diese Würfel als Material und halt dann noch diesen künstlichen Horizont, der ist halt wirklich ganz nett gemacht. Das ist so eine durchsichtige Plastikscheibe und da ist so ein weißes Flugzeug drauf und die liegt so in der Mitte und die neigt sich dann halt in eine der beiden Richtungen, je nachdem, wie man die Würfel da einsetzt. Und das Flugzeug darf sich dann natürlich auch nicht zu viel neigen, damit es nicht abstürzt und muss bei der Landung am Ende dann auch entsprechend gerade sein. Und ja, all das zusammen, dieses ganze Gefühl, was da vermittelt wird von dem Spiel, das ist schon recht authentisch, also in Anführungsstrichen, ne, sage ich mal. Also man hat dann wirklich schon so ein bisschen das Gefühl, in so einem Flugzeug zu sitzen und das jetzt zusammen landen zu müssen.
Und ich finde eben auch nicht zuletzt die Menge der unterschiedlichen Stellschrauben, die man da in diesem Flugzeug zur Verfügung hat und um die man sich dann letzten Endes auch kümmern muss, machen das Ganze doch ziemlich spannend und herausfordernd und verleihen dem Ganzen dann so auch einen gewissen Aufforderungscharakter. Das heißt, wenn man eine Runde erfolgreich abgeschlossen hat, möchte man dann doch im Anschluss ganz gerne auch mit einer größeren Herausforderung doch gleich nochmal eine weitere Runde probieren. Zumindest ging das mir so. Also ein schönes Spiel, was ich mir vielleicht auch noch selber ins Regal stellen werde. Dann kommen wir zu einem Spiel, was es auf die Empfehlungsliste zum Kennerspiel des Jahres geschafft hat, nämlich Ritual von Tomasz Tarragon für 2 bis 6 Mitspieler ab 10 Jahren. Ja, dabei handelt es sich auf den ersten Blick um ein ziemlich ungewöhnliches, kooperatives Familienspiel. Wie der Name schon vermuten lässt, wir sind Schamanen und wir wollen zusammen ein Ritual durchführen. Wir dürfen dabei allerdings zumindest nicht verbal miteinander kommunizieren. Das wirkt auf den ersten Blick erstmal ziemlich ungewöhnlich. Das scheint ja auch dem Sinn und Zweck eines Gesellschaftsspiels so erstmal ein bisschen entgegenzustehen, hat hier allerdings durchaus einen besonderen Sinn. Man spielt das Ganze mit so bunten Steinen, die da im Spiel sind und jeder Mitspielende bekommt zu Anfang jedes Rituals, also jeder Runde, eine Aufgabenkarte. Da steht eine bestimmte Aufgabe drauf. Zum Beispiel, dass man alle roten Steine bei sich sammeln muss oder dass man dafür sorgen muss, dass jeder Mitspielende einen blauen Stein erhält. Und wenn man diese Aufgabe gelöst hat, als erster darf man seine Karte aufdecken und dann gibt es noch eine Folgeaufgabe, die dann ein bisschen schwieriger ist. Also in der ersten Runde eine, die nimmt man dann zu sich, schaut sich die an und ist dann dafür verantwortlich, dass diese Aufgabe dann auch noch erfüllt ist. Aber erst wenn alle Mitspieler ihre Aufgabe erfüllt haben, inklusive dann dieser Zusatzaufgabe, ist das Ritual erfolgreich durchgeführt. Und wie können wir jetzt diese Aufgaben erfüllen? Also wenn wir dran sind, haben wir verschiedene Aktionsmöglichkeiten. Wir können zum einen aus unserem eigenen Vorrat irgendjemandem am Tisch einen Stein geben. Wir können genauso von unserem linken Nachbarn einen Stein nehmen. Dann hat jeder noch so eine Karte vor sich liegen, genannt die mystische Ebene. Da können wir entweder aus unserem Vorrat einen Stein drauflegen oder auch einen Stein runternehmen. Und gleichzeitig können wir bei jemand anderem am Tisch auf dieser Karte, wenn da ein Stein liegt, diesen austauschen und also mit dem allgemeinen Vorrat austauschen. Und da hatten wir nämlich auch einen Regelfehler drin, das ist vielleicht besonders erwähnenswert. Wir haben nämlich die Steine in diesem kleinen Säckchen drin gelassen und wenn wir dann irgendwo bei jemandem einen Stein ausgetauscht haben, haben wir immer einen Stein aus dem Säckchen gezogen, ja, und dann den ausgetauscht. Tatsächlich ist es aber so, dass während des Spiels diese Steine offen liegen dürfen. Also man kann dann, wenn man einen Stein austauscht, kann man dann aus dem offenen Vorrat sich einen Stein aussuchen, den man da austauschen möchte. Das macht es im Endeffekt wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Ja, wie hat mir das Ganze jetzt gefallen? Also, ich empfehle auf jeden Fall, nicht nur eine Partie von Ritual zu spielen, denn die Gefahr besteht, dass man nach der ersten Partie denkt, was ist das denn? Wie soll denn das funktionieren? Das hat ja jetzt ja mal überhaupt keinen Spaß gemacht, das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Aber das wendet sich dann, also das Blatt wendet sich sozusagen in Folgepartien. Ja, zumindest haben wir das so erlebt. Oder habe ich das auch so erlebt? Man muss sich da so ein bisschen aufeinander eingrooven. Und in der Hinsicht hat mich das Ganze auch erinnert an so Spiele wie The Mind oder ja, vielleicht auch so ein bisschen an Doppelkopf. Ne, einfach, bei Doppelkopf deduziert man ja auch, je nachdem, was so die anderen machen, was man daraus schließen könnte oder was damit gemeint sein könnte. Und auch hier ist es jetzt so, man kommt dann irgendwann drauf, wenn natürlich jemand sich dann zum Beispiel von seinem linken Nachbarn einen Stein einer bestimmten Farbe nimmt, dann ist das wahrscheinlich so, dass dann derjenige diese Farbe braucht. Ja? Oder auch mit den anderen Aktionen. Da muss man dann mal beobachten, was machen dann so die anderen und daraus eben herleiten, was könnten die für Farben brauchen. Und man muss dann auch gucken, dass man die anderen darauf hinweist, was man denn selber braucht. Und ja, wenn sich das so ein bisschen eingroovt mit der Zeit, dann beginnt das Ganze auch Spaß zu machen und dann hat man auch Lust, in weiteren Partien unter erschwerten Bedingungen, ne, es gibt dann auch verschiedene so Karten, die dann da in der Mitte liegen, also verschiedene Rahmenbedingungen und Aufgaben, die dann auch immer schwerer werden mit der Zeit, das immer wieder zu probieren und dann auch die schwierigeren Aufgaben zu lösen. Also von meiner Seite
eine kleine Überraschung auf jeden Fall und auch gut aufgehoben auf der Empfehlungsliste meiner Meinung nach. Und ich überlege tatsächlich auch, mir das Spiel selber anzuschaffen. Dann habe ich erstmalig eine Partie After Us mitgespielt. Ja, das hatte der Benny, glaube ich, mit bei dem Spielewochenende. Und wir waren bei der Partie auch mindestens zu fünft, meine ich. Das Ganze ist ein Spiel für sage und schreibe bis zu 6 Mitspieler ab 12 Jahren und ist in rund 60 Minuten gespielt. Das Ganze ist vom gleichen französischen Autoren wie auch Imaginarium. Wer das kennt, das ist auf jeden Fall ein Spiel, was mir auch ziemlich gut gefällt. Und After Us stellt hier auch keine Ausnahme dar. Wobei das Ganze ja bis jetzt auch eher so unter dem Radar fliegt und geflogen ist. Und auch auf BGG hat es lediglich ein Ranking von 6,8. Also so meiner Theorie nach kurz davor, ein richtig gutes Spiel zu sein. Wobei ich doch sagen muss, After Us hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Und gerade dadurch auch, dass es bis zu 6 Mitspieler funktioniert, ist es auf jeden Fall interessant, dieses Spiel möglicherweise auch mit in der Sammlung zu haben. Und ich war auch tatsächlich schon kurz davor, mir das auch selber zu kaufen. Ja, was machen wir hier? Also Thema ist so ein Endzeitthema. Die Menschheit hat sich selber ausgerottet, es sind nur noch Affen übrig und wir sind Affen und es gibt davon 4 verschiedene Arten. Es gibt, glaube ich, Mandrillen, Orang-Utans, Schimpansen und Gorillas und jede Affenart hat so ihren Schwerpunkt, ihre Eigenheiten. Das Ganze ist ein, ja ich sag mal, Deckbilder mit Puzzle-Mechanismus. Das heißt, wir starten alle mit einem Affendeck und wir sind daran interessiert, dieses Deck aufzuwerten, abzugraden. Und wir decken da immer 4 Karten auf, legen die vor uns hin und auf diesen Karten sind immer solche Boxen dargestellt mit Ressourcen, Punkten und Boni. Und es geht nun darum, diese Karten so aneinander zu legen, dass wir möglichst viel davon profitieren. Ja? Also die richtig seitlich so aneinander zu puzzeln. Und das macht schon Spaß, finde ich. Also das fühlt sich auch ziemlich belohnend an, finde ich, wenn man da Runde für Runde versucht, möglichst viel Ressourcen und Punkte aus seinen Karten rauszuholen und dann auch im Verlauf des Spiels, wenn man sein Deck dann abgegradet hat, wenn man dann höherwertige Affen auch im Deck hat, die einem dann noch mehr Punkte und Ressourcen liefern. Ja, das ist schon ganz nett. Und es gibt auch so einen kleinen Mechanismus, mithilfe dessen man noch so ein bisschen spekulieren kann auf die Karten, die die Nachbarn von einem ausspielen. Wenn man nämlich 2 gleiche Ressourcen ausgibt, dann kann man den Effekt von einer seiner Nachbarn dann auch noch mit nutzen. Ja, das ist auch schon ganz nett. Die Grafik, muss man vielleicht noch sagen, ist von Vincent Dutray, also auch sehr schön illustriert das Ganze. Auch hier, ja, wieder so ein bisschen vielleicht eine kleine Kritik, wie bei Gilde der fahrenden Händler ähnlich. Jeder spielt im Endeffekt gleichzeitig, also wertet diese Karten Runde für Runde gleichzeitig aus. Und man ist auch hier wieder darauf angewiesen, dass das jeder richtig macht und nicht halt versehentlich vielleicht sich zu viele Ressourcen nimmt. Das ist dann teilweise auch relativ unübersichtlich, aber ich denke, das hat bei uns ja relativ gut geklappt und trägt natürlich auch dazu bei, dass das Ganze dann eher schneller gespielt ist. Also After Us von meiner Seite, auch wenn es die 7er BGG-Bewertung nicht ganz geschafft hat, auf jeden Fall eine Empfehlung, auch gerade als Spiel für größere Gruppen. Zu ziemlich später Stunde auf dem Brettspielwochenende haben wir dann noch ein Partyspiel gespielt, das sogar den Sonderpreis Partyspiel 2009 der Spiel des Jahres Jury gewonnen hat, und zwar Gift Trap. Das Ganze ist für 3 bis 8 Mitspieler und hat eine ja besondere Grundidee. Und zwar geht es dabei darum, Geschenke zu verschenken. Und in jeder Runde liegen 9 Geschenke aus. Das können ganz verschiedene Dinge sein, wie Yogakurs oder Wüstenrallye oder auch ein Autoanhänger. Je nachdem, also in bestimmten Runden liegen dann eher auch günstigere Geschenke aus und das steigert sich dann in den folgenden Runden und dann fängt das wieder von vorne an. Und man hat eben Plättchen, jeder bei sich liegen mit Zahlen drauf, die korrelieren dann mit den Geschenken, die da ausliegen. Und man muss dann jedem Mitspielenden eines dieser Geschenke zugedenken sozusagen. Und wenn das jeder gemacht hat, dann legt man selber noch jeder auf die Geschenke, die da liegen oder markiert die, welche Geschenke man denn am liebsten haben wollen würde und welches vielleicht gar nicht so gerne. Und dann wird das alles aufgedeckt und gegeneinander ausgewertet. Und ja, also wir hatten da wirklich eine lustige Runde. Auf jeden Fall, das kann wirklich sehr interessant sein, wenn sich dann rausstellt, wer jetzt wen besonders gut einschätzen kann. Das müssen dann auch gar nicht mal unbedingt die Ehepartner sein, die dann da
am besten wissen, was der andere gerne geschenkt haben wollen würde und was nicht. Und lustig kann natürlich auch sein, ich meine, irgendjemand muss dann natürlich auch die Geschenke bekommen, die dann am wenigsten attraktiv sind, ja. Dann entschuldigt man sich dann meistens auch noch dafür. Ja, es ist auf jeden Fall ein Spiel für große Runden und funktioniert natürlich tendenziell besser, wenn die Leute sich kennen. Allerdings kann es auch gut dazu geeignet sein, sich dann auch besser kennenzulernen. Ne? So ein bisschen in so in Richtung Fun Facts. Also vielleicht auch so als Teambuilding-Spiel könnte das ganz gut geeignet sein. Allerdings glaube ich, weil das von 2009 ja meine ich auch ist, dass es im Moment, glaube ich, out of print ist und schwer zu bekommen ist. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, ob da eine Neuauflage geplant ist. Aber wenn ihr das mal seht, also Gift Trap auf dem Gebrauchtmarkt vielleicht, dann empfehle ich da auf jeden Fall zuzugreifen. Uns hat das viel Spaß gemacht. So, da sind wir dieses Mal schon ein bisschen früher als sonst durch mit den Spielen. Das hängt nicht zuletzt auch damit zusammen, dass ich noch ein bisschen Vorbereitungen für die BerlinCon treffen muss und jetzt mal hier aus der Vergangenheit gesprochen. Ich werde mich mit Sicherheit sehr gefreut haben, wenn wir uns auf der BerlinCon gesehen haben werden. Und ich bin natürlich sehr gespannt auch, was die Spiele des Jahres werden. Und ja, würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr in den nächsten Videos wieder einschalten werdet. Das nächste Mal gibt es dann natürlich auch wieder ein paar mehr Spiele von mir. Und da werden wir dann sicherlich auch, also der Flo und ich speziell, von der BerlinCon berichten. Ja, schaltet gerne wieder ein. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.